Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Montag, den 27. Juni 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Und selbstverständlich auch eine Präsentation dazu, damit man das Datum sieht und mein Gesprächspartner, den ich gleich ins Bild hole. Das ist der liebe Andi aus Düsseldorf. Hallo Andi. Grüße dich, Andreas. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, bevor wir mehr zum Markt sagen, guten Morgen ist gerade noch erlaubt, compliance-technisch, noch der Hinweis, das sind nur die Informationen aus unserem besten Wissen und Gewissen recherchiert und keine Anlageempfehlung, keine Handelsberatung oder dergleichen. Dennoch schauen wir als erstes auf den DAX. Der hat nämlich sehr kraftvoll die Woche eröffnet, aber jetzt lässt der Schwung ein bisschen nach. Gab es denn irgendwelche News? Ja, ich würde eher sagen, Gewinnmitnahmen nach der starken Öffnung am Morgen und dem den starken Wochenausklang. Letzte Woche, Ende letzte Woche nochmal alles fest gewesen. Nasdaq um 3% angezogen. Heute Nacht China sehr fest. Asien im Allgemeinen, der Nikkei, alles fest. Heißt, wir nehmen mit einem, wie ich sagen würde, geringen Handelsvolumen heute Morgen, nehmen wir die Gewinne erstmal mit und gucken, wo uns der Tag hinführt mit der USA-Eröffnung, würde ich fast behaupten. Ja, man hat so das Gefühl, als ob der DAX diese Gewinne, die in den USA entstanden sind, nachholen möchte. Denn er hat, und das ist der Wochenvergleich, in der letzten Woche nämlich eine Nullnummer abgeliefert, während zum Beispiel der Nasdaq um 7,5% gestiegen ist. Genau, der große Vorteil in Amerika ist halt weiterhin, dass die Russland-Sorge dort nicht so, nicht so stark verbreitet ist. Oder diese Risiken, die wir halt viel stärker haben, was letzte Woche ja sehr stark Thema wurde, ist, dass die Gaslieferungen weiter reduziert wurden. Man wartet quasi nur darauf, wann es passiert, dass sie komplett gestoppt werden. Und man sieht es ja, ne? Unternehmen wie BASF etc., gerade diese Unternehmen bekommen dann große Probleme, so wie die allgemeine Wirtschaft in Deutschland große Probleme bekommen würde, wenn das Gas halt komplett, die Gaslieferungen aus Russland komplett eingestellt werden würden. Und vielleicht ist deswegen der DAX auch ein bisschen festgezurrt an der 13.000. Man hofft natürlich als Anleger, dass er sich davon entfernt, aber im Doppelboden zum Beispiel technisch ist es noch gar nicht. Wir waren nämlich noch nicht bei den 12.438, so wollte ich sagen. Genau, da sind wir noch nicht bei den alten Tiefs. Ja, sagen wir mal so, man wird sehen, wie es kommt. Wenn diese Gaslieferungen eingestellt werden, werden wir sicherlich sehr kurzfristig diese Tiefs wiedersehen, diese testen und dann sehen, ob sie halten oder ob es weiter nach unten durchgeht. Spannend ist natürlich beim Thema Energie. Können denn die erneuerbaren Energien in die Bresche springen? Wir hatten in der vergangenen Woche auch mal über Nordex berichtet. Die sagen zumindest vom Umsatz und vom Gewinn können sie es nicht. Jetzt gibt es eine positive Meldung, die uns zum Wochenstart verzückt. Exakt, wir haben letzte Woche schon darüber berichtet. Heute Morgen kam dann noch die Meldung, dass der Anker-Aktionär Jonas aus Spanien eine Privatplatzierung, oder Nordex macht eine Privatplatzierung über 10%, nimmt damit 140 Milliarden Euro ein. Ja, das wird so ein bisschen vom Markt aufgenommen als großer Vertrauensbeweis auch für die Zukunft des Unternehmens. Und ja, ihr sagtet es ja schon, Nordex macht noch keine Gewinne. Es ist auch sehr stark gefallen. Die Fantasie ist sehr stark aus der Aktie gewichen. Wir kommen, glaube ich, von Hochs von ungefähr bei 20 Euro im letzten Jahr. Und seitdem fällt die Aktie quasi mehr oder weniger wie ein Stein. Wir sehen heute mal wieder Gewinne im Bereich von 9-10%. So dass man sagen kann, vielleicht kehrt die Fantasie in diese Aktie wieder zurück. Und mal abwarten, wo es da in welche Richtung es da heute geht. Noch ist es ein Abwärtstrend, rein technisch. Also mal schauen, wie weit der uns trägt, ob es da auch mittelfristige Signale gibt. Ja, und Technologie ist zurück bei anderen Bereichen. Wir haben heute noch eine Tencent mitgebracht, die sich nämlich im Thema Metaverse ordentlich positioniert. Genau. Anfang des Jahres kam mir das Gerücht auf, dass sie von Xiaomi den Bereich Black Shark übernehmen wollten. Ja, und dann diese Firma quasi umbauen wollten auf die Produktion von Virtual Reality Brillen. Das ist mehr oder weniger, also dieses Gerücht ist jetzt quasi mehr oder weniger raus. Es hat sich herausgestellt, dass sie eine eigene Sparte aufbauen, 300 Mitarbeiter einstellen werden, um in diesem Bereich halt weiter Fuß zu fassen oder das zu forcieren. Metaverse, ähnlich wie Facebook etc. Heißt, in diesem Bereich
bietet Tencent auch weiter eine Fantasie. Ja, jetzt sieht man heute Morgen, dass die Aktie 3-4% im Minus ist. Bei den guten Nachrichten oder bei der allgemein guten Lage mit den Aktienkursen in China fragt man sich, warum. Das liegt einfach ganz daran, dass Prosus, ein Großaktionär, über Naspers aus Südafrika, die quasi die Anteile an Tencent besitzen. Prosus stößt diese Anteile im Wert von 100 Milliarden ab. Das belastet die Tencent-Aktie und stützt heute Morgen tatsächlich sehr stark die Naspers und Prosus-Aktie, die beide, glaube ich, um die 10% im Plus liegen. Und ja, das dazu. Wenn man in den Bereich China und Technologie investieren möchte, dann gibt es natürlich nicht nur eine Tencent. Ich glaube, als Anleger ist man ganz gut aufgehoben, wenn man hier auch das Risiko streut, also sich breit aufstellt. Und da hast du uns als ETF-Experte auch noch was sehr Schönes mitgebracht. Genau, auf den Technologiesektor in China gibt es natürlich auch ETFs. Wie du es gerade schon sagst, ich bin sehr risikobedacht und der ETF gibt es halt her. Wir haben ja als größte Position eben die Tencent, über die wir gerade gesprochen haben, mit 11%, aber eben nur mit 11%. Und ja, wir diversifizieren quasi mit dem ETF weiter in diesen Tech-Sektor rein, über eine Alibaba, über eine Meituan, über eine Amperex, die zum Beispiel Batteriehersteller sind, und nehmen so halt den großen Tech-Sektor in China mit, der aktuell nach der Rücknahme der starken Regularien sehr gut läuft in diesem Jahr. Ich glaube, wir sind in diesem Jahr 8% im Minus in diesem Sektor, was den Gesamtmarkt natürlich outperformt. Klingt doof bei 8% im Minus, aber ist halt so im Vergleich zum S&P, der in einem Bärenmarkt steckt. Und wenn man das quasi nur auf diesen Technologiesektor setzen möchte und zum Beispiel den Banksektor etc., Automobilsektor in diesem Sinne rauslassen möchte in China, ist man, glaube ich, hier sehr gut aufgehoben. Das sieht man am Chartbild, zumindest die letzten Wochen sind da sehr gut gelaufen. Wir beobachten es weiter und wollten das Produkt auch nochmal hier mit vorstellen, dass man auch so ein kleines Pendant zu den Einzelaktien hat. Was gibt es noch an Themen heute? Der Wirtschaftskalender zeigt an, 14:30 kommt nochmal ein ganzer Schwung an News, die Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter aus den USA für nicht-militärische Investitionsgüter, ebenfalls USA, und die schwebenden Hausverkäufe 16 Uhr. Und am Abend spricht Christine Lagarde. Die spricht aber nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen, also ganz öffentlich. Da darf man gespannt sein, ob es hier vielleicht schon den ein oder anderen Hinweis auf die Zinswende im Juli geben wird. Ansonsten gibt es diese Hinweise auch nochmal in den sozialen Medien und die Aufzeichnung des Gesprächs als Hörvariante, als Podcast. Ganz lieben Dank an dich, Andi, und dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Handelswoche. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, bis dann. Ciao.